Willkommen zu diesem Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 16 Potential Winter Upgrade Prediction. Wir sind am Start mit der nächsten Episode, der siebten auf diesem Kanal in FIFA 16 Ultimate Team. Und heute gibt es wieder sehr viele interessante Karten. Es sind zwar nur fünf im Vergleich zur letzten Episode, wo es natürlich mal wieder sechs waren. Aber in der nächsten Episode könnte das wieder der Fall sein. Dazu brauche ich aber eure Vorschläge. Haut ihr auf jeden Fall in die Kommentare. Ich muss ein bisschen vorproduzieren momentan. Und dementsprechend kann ich nicht sechs Karten da einfach so rausziehen, weil ich halt auch mal in meinen Augen die Upgrades gerechtfertigt machen muss. Und das ist teilweise ein bisschen schwierig, aber ich habe Karten gefunden auf jeden Fall, bei denen ich mir relativ sicher bin, beziehungsweise sehr sicher bin, dass die Upgrades gerechtfertigt sind und dass wir die dementsprechend auch in näherer Zukunft sehen werden. Wann die übrigens rauskommen, die Upgrades, kann ich euch nicht sagen und ich kann euch auch nicht sagen, warum EA teilweise bei den Spielern die Ratings so verkackt hat. Und man kann halt auch nicht bei jedem Spieler so extrem die Ratings anpassen, wisst ihr? Also ich kann jetzt nicht irgendwie bei einem Dahoud, das habe ich jetzt gerade erst gelesen, ich kann da nicht beispielsweise einfach sagen, ja hier, pass auf, der redet 60-70 Shooting, einfach weil der vielleicht ab und zu mal ein paar Longshots raus hat, beziehungsweise es versucht, so wisst ihr. Das heißt trotzdem nicht, dass, also es kommt ja auch auf die Erfolgsquote an und so weiter und so fort. Und also wenn du einem Dahoud schon 70 Shooting gibst oder sowas, was gibst du denn deinem Stindel? Das ist so halt vergleichsweise ein bisschen komisch, aber ich denke mal, da werdet ihr schon verstehen, wie ich meine Ratings mache. Wir starten direkt durch für diese Episode und vorher natürlich noch kurz die Informationen. Like ist eine großartige Unterstützung, die beste, die mir geben könnt. 1000 Likes wären wieder richtig krass und es gibt Links in der Videobeschreibung zu Instagram, Facebook, Twitter und so weiter und so fort. Da könnt ihr gerne vorbeischauen und mich damit unterstützen. Auch Footy, mein Thumbnail-Designer, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Wir starten durch mit dem ersten Spieler und der spielt bei Tottenham Hotspur und sein Name ist Dele Alli. Eins der größten englischen Talente, der momentan bei den Tottenham Hotspur ein bisschen durchstartet, würde ich sagen. Ist zumindest ein sehr, sehr guter Spieler. Allerdings noch ein bisschen unterbewertet. Seht ihr ja auch, ich habe ihm plus 6 gegeben. Er ist in Head-to-Head momentan auf 72. Ich habe gerade überlegt, ob ich ihn sogar auf 74 machen könnte. Aber ich glaube, das weiß ich nicht. Vielleicht geht er sogar auf Gold. Man hat bei EA schon einiges gesehen, aber ich denke mal, er bleibt noch Silber. 73er Rating, 72 Tempo, 74 Dribbling, 68 Shooting, 60 Defending, 70 Passen, 70 Physis. Sieht aber trotzdem nach einer sehr, sehr starken Karte aus. Plus 11 Passen sind so ein bisschen das Main-Attribut bei Dele Alli. Allerdings ist das auch wirklich verdient, weil der Junge einfach deutlich talentierter und besser ist, als er momentan in seiner Karte bei Ultimate Team gezeigt wird. Und dementsprechend haben wir da eine richtig interessante Karte, die wahrscheinlich einen ordentlichen Preis haben wird, alleine weil es ein englisches Wunderkind ist, der natürlich auch gehypt ist, weil die Engländer sind in der Nachwuchsarbeit ja nicht mehr so hinterher. Zwar kommt es langsam wieder, aber ist nicht so krass und von daher müssen sie sich da auf jeden Fall auf solche Spieler konzentrieren und dürfen sich darauf freuen, dass Dele Alli in Zukunft auf jeden Fall eine richtig nice Karte. Ein Ultimate Team würde uns sicherlich auch eine gute Addition zum Nationalteam. Wir kommen zum nächsten Spieler für diese Episode und das ist der erste aus der Bundesliga. Davon haben wir heute insgesamt zwei. Sein Name ist Lukas Radetzky, ist im Sommer von Brøndby, der finnische Nationaltorwart von Brøndby, zu Eintracht Frankfurt gewechselt, konnte sich da gegen Heinz Lindner, der ja von Austria Wien gekommen ist, durchsetzen. Mittlerweile der Stammtorwart und das mit richtig guten Leistungen. Hat ein 70er Rating momentan und ich denke mal, der wird auf 74 hochgehen, kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er auf Gold geht. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass EA das macht. Da sind sie einfach ein bisschen zu, naja, ich weiß nicht. In etwa hat er momentan 73er Rating. Ich denke mal, dass deswegen ein 74er Rating sehr, sehr gut ist. Die Karte an sich ist richtig stark, kann man absolut in nichts gegen sagen. Da hat er dann plötzlich auf einmal 77 Reflexe, Entschuldigung, 76 Hechten, 75 Ballsicherheit und 72 Positioning. Dazu ist er Finne, was ihn für mich sympathisch macht und es sieht einfach nach einer starken Karte aus. Da kann man nichts gegen sagen. Ich bin gespannt, wie der sich so weiterentwickelt, ob er bei Frankfurt weiter so gut spielt. Und wenn das der Fall sein sollte, bin ich mir auch relativ sicher, dass wir den in naher Zukunft als Goldkarte sehen werden. Vielleicht nicht unbedingt noch in FIFA 16 Ultimate Team, aber spätestens in FIFA 17. Und das ist ja auch gar nicht mehr so lange, wenn man überlegt. Wir sind zwar erst 3 Monate in FIFA 16, aber das heißt automatisch auch nur noch 9 Monate bis FIFA 17. Okay, das ist auch eine ganz schön lange Zeit. Aber egal, wir kommen zum nächsten Spieler für diese Episode und das ist ein weiterer Silberspieler, der auch Silber bleibt. Sein Name ist Yoshinori Muto, ist im Sommer, beziehungsweise im Winter, glaube ich, irgendwo aus Japan oder so, ja, ist auch Japaner, zu Mainz gekommen und Mainz musste ja einen Ersatz suchen für Shinji Okazaki und den haben sie in Muto relativ gut gefunden, hat bisher eine starke Saison gespielt, zwar ist er teilweise ein kleiner Chancentod, aber gegen Hannover hat er es auch geschafft, dreimal zu treffen. Dementsprechend bin ich mir relativ sicher, dass er das in Zukunft öfter machen wird. Ich bin gespannt, wie der sich entwickelt. Der hat an sich eine hohe Veranlagung, aber wie sich diese Japaner entwickeln, ist halt die Frage. Beispielsweise beim Kagawa hat man es gesehen, ins Ausland gewechselt und dann ein bisschen abgetaucht. Aber Muto hat bisher 17 Spiele, 7 Tore, 4 Vorlagen, auch wenn er davon 3 in einem Spiel gemacht hat und ich glaube nochmal irgendwann 2. Kann ich mir gut vorstellen, dass der Junge sich, wenn er sich so weiter rasant entwickelt, ein richtig guter Stürmer wird und auf jeden Fall einer, der Mainz definitiv weiterhelfen kann, auch wenn Mainz ja mittlerweile wieder ein bisschen unten reinrutscht in die Tabelle, was schade ist, weil in meinen Augen Mainz, auch wenn die Kofas Arena unfassbar, ja, doof gebaut ist. Sie ist nicht hässlich, aber doof gebaut. Mainz ist Achter?
Oh, verdammt, habe ich gerade mit Frankfurt verwechselt, Tabellenposition. Entschuldigung, was rede ich denn? Mainz ist relativ weit oben sogar. Naja, von mir aus, okay, alles klar. Dann wird er den helfen dabei, da oben stehen zu bleiben und eventuell sogar auf die Euroleague zu stehen, wenn ich mir das nicht vorstellen kann, weil da einfach zu viele starke Vereine sind. Aber vielleicht macht das ja trotzdem will. Ich bin gespannt, wie der sich entwickeln wird. Ich hoffe, er geht nicht zu Leicester City, auch wenn ich Okazaki überhaupt nicht mochte und Muto schon ein bisschen sympathischer finde. Bin ich gespannt, wie der sich entwickelt und ihr könnt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wird der richtig durchdrehen oder wird er irgendwann in der Versenkung verschwinden? Kommen wir zum vorletzten Spieler für diese Episode und dessen Name ist ja auch in einem Lied verpackt und das ist Lukas Podolski, der ehemalige Kölner, das Kölner Wunderkind, die Gölsche Junge, die mittlerweile bei Galatasaray Istanbul spielt. 77er Rating, 75 Tempo, 77 Dribbling, 84 Shooting, 75 Passen, 69 Physis. Ich denke, dass aufgrund seiner Leistung in der Super League genauso wie Mario Gomez ein Upgrade drin sein könnte. Der Junge ist einfach immer noch ein richtig guter Außenbahnspieler, ein richtig guter, ich sag mal, Stürmer noch dazu, weil er halt einfach den Torriecher hat. Hat bisher diese Saison, auch wenn er momentan verletzt ist, 16 Spiele, 8 Tore und 4 Vorlagen. Und das, obwohl er nicht mal immer Stürmer gespielt hat, sondern teilweise rechtes Mittelfeld, teilweise linkes Mittelfeld und insgesamt nur einmal als Mittelstürmer und das ja, war am ersten Spieltag. Von daher hat er definitiv seine Qualitäten bewiesen in den letzten Wochen und in den letzten Tagen und ich bin mir relativ sicher, dass er das in der nächsten Zeit auch machen wird. Ich bin gespannt und Freunde, das Upgrade, auch wenn es in der türkischen Liga ist und die vielleicht von einigen von euch ein bisschen schwächer gesehen wird, ist definitiv verdient in meinen Augen und dementsprechend können wir uns auch sagen, Upgrade eine Lukas Podolski Karte eventuell verkaufen. Was war das denn jetzt? Freuen. So, letzte Karte für diese Episode und das ist Raheem Sterling. 82er Rating momentan, Manchester City ist ja so ein bisschen in der Krise teilweise, zumindest haben gegen Stoke 2-0 verloren, haben gegen Arsenal jetzt eine kleine Klatsche bekommen, allerdings sind sie immer noch sehr stark dabei, haben natürlich auch Verletzungspech und die Spieler, die wie Aguero lange verletzt waren, müssen immer zurückkommen, aber trotzdem hat Sterling, denke ich mal, bewiesen, dass er ein richtig starker Spieler hat, er hat bereits 2 Informkarten bekommen, einmal ein Hattrick gemacht gegen Bournemouth und ansonsten hat er noch ein Tor gegen Watford gemacht und 2 Vorlagen bisher, allerdings kommt es gar nicht so darauf an, wie der an Vorlagen oder Scorerpunkten spielt, sondern allgemein, wie er sich auf dem Platz verhält, ist sehr, sehr auffällig und das in dem Kader mit Aguero, mit beispielsweise David Silva und so weiter und so fort, ist schon eine starke Leistung, die man nicht unterschätzen darf und dementsprechend denke ich mal, dass auch wegen seinen 2 Informkarten ein Upgrade angemessen wäre und zwar auf 83, nicht zu hoch gehen, denn er ist zwar ein Wunderkind in Englisch, er ist ein großes Talent und er ist definitiv jetzt schon einer der besten Spieler der englischen Liga, aber halt nur einer der besten und nicht der beste und ich denke mal, dass man das definitiv berücksichtigen muss. Man wird in den nächsten Jahren sehen, wie sich Sterling weiterentwickelt. Man wird sehen, ob er irgendwann 85er, 86er, 87er, 90er Rating bekommt. Momentan ist, denke ich mal, bei 82, 83 Schluss, aber 83 könnte man ihm auf jeden Fall schon geben und damit sind wir für diese Episode durch. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. 1000 Likes wären, wie gesagt, richtig nice. Die nächsten Tage kommen dann die nächsten Episoden wieder mit euren vorgeschlagenen Spielern und ich hoffe, damit davon haut ihr mir ordentlich viele in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein, wunderschönen Tag und ciao.